Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schalauske. Diesmal sogar Redezeit eingespart. Als nächstes hat sich der Dr. Hahn von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Natürlich haben die Oppositionsabgeordneten es bei einem solchen Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen und der Regierung einfach. Wir haben es einfach, weil wir und nicht nur wir, sondern die Anhörung hat es ja gezeigt, fast alle den tieferen Sinn dieses Gesetzentwurfs nicht verstehen. Wir verstehen nicht, warum Sie falsch argumentieren. Wir verstehen nicht, warum Sie die kommunale Selbstverwaltung nicht hochhalten. Und wir verstehen nicht, warum gerade nach der Neuregelung des KFA, in dem es ja schon einmal eine Solidaritätsumlage oder Gerechtigkeitsumlage gegeben hat, Sie meinen, jetzt noch einmal etwas draufzusetzen. Das ist einfach alles nicht nachvollziehbar. Deshalb will ich etwas anders und in keinster Weise so gut, wie das Marius Weiß getan hat, zentrale Fragen stellen. Die erste zentrale Frage ist, wem gehört die Gewerbesteuer? Wem gehört die Gewerbesteuer? Das war ja bis vor 15 Jahren vollkommen unstreitig, wem die Gewerbesteuer gehört, nämlich den Kommunen. Nämlich den Kommunen. Das ist auf einmal auf den Kopf gestellt. Eigenartigerweise aber sicherlich, Herr Kollege Kaufmann, ich glaube schon, dass Sie es sogar intellektuell wissen. Aber ich kann es Ihnen gerne noch einmal erklären, wenn Sie mit dem Kopf schütteln. Die Gewerbesteuer ist eine Einnahmequelle für die Kommunen. Aus dem Haus. Davon gab es eine einzige Ausnahme. Das war im Zusammenhang mit dem Fall der Mauer und der Solidarität, die im Solidarpakt II aufgebaut werden sollte. Dann wurde gesagt, übrigens mit den Stimmen der FDP im Deutschen Bundestag, wir stehen dazu, dass es eine entsprechende, ich nenne das jetzt einmal Abschöpfung der Gewerbesteuer für den Aufbau Ost geben sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ansonsten hat bisher nie jemand an der Gewerbesteuer geleckt, weil es war immer klar gewesen, es ist den Kommunen. Und jetzt machen Sie es. Sie lecken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie lecken an etwas, was Ihnen nicht gehört. Und dann haben Sie noch die Schuldigung, Chuzpe, uns zu erklären, das wäre für die Kommunen gut. Die Kommunen hätten ja mehr. Indem Sie uns erzählen, und das ja auch in der Liste des Finanzministeriums für den Gesetzentwurf der CDU und der GRÜNEN gefertigt, hereinschreiben, einen Vergleich zwischen den Jahren 2019 und 2020. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN, wie blöd halten Sie uns eigentlich? Wie für blöd halten Sie uns? Ich finde das nicht kameradschaftlich, was Sie tun, aber wir haben es ja sofort gemerkt. Und mit uns ja die kommunalen Spitzenverbände. Und am lautesten hat sich darüber aufgeregt ein hauptamtlicher, direkt gewählter der CDU aus Osthessen. Und ich kann Ihnen sagen, er hatte vollkommen recht. Der hat sich, würde man etwas freundlicher formulieren, hinter die Fichte gefühlt. Schwierig, ich habe es aber geschafft. Der hat gemerkt, dass Sie etwas machen, was Sie nicht machen dürfen. Denn das Geld von 2019 geht aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Bundes in den Solidarpakt herein. Und ab 2020 gibt es eine solche gesetzliche Grundlage nicht mehr. Und deshalb lecken Sie an dem Geld der Kommunen, das Ihnen als Land Hessen, das uns als Land Hessen nicht zusteht. Das macht man nicht. Das ist nicht solidarisch. Dritte Bemerkung. Als aufgezählt worden ist, für was das Geld genutzt wird. Nee, muss mich revidieren. Für was die tragenden Fraktionen der Landesregierung und diese selbst das Geld nutzen wollen, kamen Zwischenrufe aus den Reihen der Koalitionsabgeordneten. Gute Sache. Gute Sache. Kindergarten. Gute Sache. Das und das gute Sache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie missverstehen offensichtlich die Opposition. Wir finden das auch, dass das eine gute Sache ist. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nehmen die kommunale Selbstverwaltung ernst. Und die bedeutet, dass vor Ort entschieden werden muss, welche gute Sache mit welchem eigenen kommunalen Geld versorgt wird. Das ist der Unterschied
zwischen den Diktaturen und zwischen denjenigen, die die kommunale Selbstverwaltung weitermachen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie, aber leider wir alle, werden diesen Unsinn, sollte er recht bleiben oder werden und bleiben, merken bereits bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2021. Noch weniger Leute als bisher werden bereit sein, ihre ehrenamtliche private Zeit zu opfern für Sachen, wo sie nichts mehr zu sagen haben. Das macht ja alles schon der Dr. Thomas Schäfer. Das wird ja alles zentral regiert. Da hilft dann noch Herr Klose mit und da helfen noch andere mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. So motiviert man weder die Hauptamtlichen, zu Herrn Becker und zu anderen wurde ja schon hier gesprochen, der Kollege der GRÜNEN aus Friedrichsdorf wurde ja auch schon hier zitiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern so demotiviert man auch die Ehrenamtlichen. Vorletztes Problem, rechtlich. Das Verfahren, Herr Kollege Staatsminister, also Herr Kollege Abgeordneter und Staatsminister, das Gutachten Goldmann sozusagen Freitagnachmittag, ich habe die Uhrzeit nicht, ich könnte nachgucken, aber ist ja vollkommen egal. Ich glaube dir alles. Wegen mir war es auch 10.03 Uhr. Ist vollkommen egal. Also freitags jedenfalls uns zur Verfügung zu stellen und am Montag um 9 Uhr, das weiß ich noch, weil ich finde das immer Körperverletzung, so früh hier zu sein, um 9 Uhr begann die Anhörung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das macht man nicht. So geht man nicht mit Kolleginnen und Kollegen um. Glauben Sie denn im Ernst? Glauben Sie denn im Ernst, dass irgendeiner der Oppositionsfachleute, die sich damit zu beschäftigen haben, an diesem Wochenende einen Zeitrahmen von 3-4 Stunden mal freigehalten haben nach dem Motto, da kommt bestimmt wieder was aus dem Hause des Thomas Schäfer. Und das muss ich noch lesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das habe ich nicht gemacht. Ich bekenne mich schuldig. Habe ich auch gar keine Lust dazu, so etwas zu machen. Sondern das macht man einfach nicht. So geht man nicht mit um. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bewundere den Kollegen Goldmann, dass er für diese Aktion seinen Namen hergegeben hat. Aber das interessiert mich nicht. Mich interessieren zwei Dinge. Erstens, es ist schon aus den Reihen der AfD vorgetragen worden. Ich will es aber noch einmal etwas wegen mir fokussieren. Wie eigentlich begründen Sie, dass Sie nunmehr einen doppelten KFA machen? Es gibt eine Rechtsgrundlage, dass es einen KFA gibt. Und das ist auch gut so. Aber es gibt nirgendwo, Bundesrecht fällt schon aus, der Kollege hat darauf hingewiesen, das Thema ist durch ab Ende des Jahres. Jetzt ist es noch nicht durch, aber zum 31.12. ist es durch. Also da können Sie gucken, wie Sie wollen, da werden Sie nichts finden. So, wie begründen Sie denn das dann aus dem Landesrecht heraus? Da steht auch nirgendwo, dass es einen doppelten, einen zweiten, nennen Sie es, wie Sie es wollen, KFA gibt, sondern es gibt den kommunalen Finanzausgleich. Und da hat es ja auch gute Rechtsprechung aus dem Staatsgerichtshof schon gegeben im Zusammenhang mit den Änderungen des KFA aus dem Alsfeld-Urteil, aber nicht nur, sondern dann auch in der Nachfolge aus der etwas unerquicklichen Klage, die die Stadt Frankfurt am Main eingebracht hat. Also erste Frage, wo ist die Rechtsgrundlage, dass das Land Hessen nunmehr einen zweiten kommunalen Finanzausgleich einführt? Es ist nichts anderes als ein kommunaler Finanzausgleich. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die zweite Frage ist, und da bin ich gespannt, wie der Staatsgerichtshof sich entscheidet. Also Sie merken, wir werden, was Sie auch immer tun, wir werden den Weg zum Gericht gehen. Und wenn Sie meinen, dass Sie sich dann da eine Klatsche holen sollen, dann holen Sie sich die. Und es gibt eine Reihe sehr anerkannter Professoren, die, ja, die mit großer Freude auf den Auftrag warten, dieses Verfahren durchführen zu können. Ich habe es jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die letzte, nämlich die zweite Frage ist, es gibt doch schon eine Solidaritätsumlage. Das war doch der Streitpunkt, den die Stadt Frankfurt dem Staatsgerichtshof vorgelegt hat und wo sie verloren hat. Ich rede jetzt gar nicht über das Thema abundante Gemeinden, das ist wiederum ein anderes, sondern es geht darum, dass Sie uns allen verkauft haben und auch dem Staatsgerichtshof erfolgreich, dass es jedenfalls im Zuge der Gerechtigkeit, würden das die Sozialdemokraten nennen, ich nenne es Solidarität, dass es da schon eine entsprechende Umlage gibt. Woher ist das das Eingeständnis von Schwarz-Grün? Ist das das Eingeständnis des Finanzministers, dass Sie das falsch gemacht haben? Ist das das Eingeständnis, dass Sie da zu wenig gemacht haben
und es jetzt bereuen und mehr machen wollen? Auf alle Fälle ist es rechtlich so nicht möglich. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Liberale, Freie Demokraten verstehen Ihre Motivation nicht, es sei denn, Sie wollen alles beherrschen. Aber das ist einer Demokratie fremd. Das ist auch einem Rechtsstaat mit den verschiedenen Ebenen fremd. Und jetzt bitte mir nicht erklären, dass die Kommunen ein Teil des Landes sind. Wie oft musste ich das in Berlin den Menschen schon erzählen? Aber Sie müssen Ihnen aber erklären, dass Ihre Redezeit rum ist. Habe ich auch gesehen, Frau Präsidentin, komme zum Schluss. Sondern Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Kommunen aufgrund von Artikel 28 und auch der Hessischen Verfassung zusätzliche Rechte haben. Und die werden hiermit willkürlich von Ihnen gebrochen. Und deshalb gehen wir natürlich in die dritte Lesung. Ich habe aber auch keine Hoffnung nach dem Beitrag des Kollegen Kaufmann, dass das etwas bringt. Und dann gehen wir zum Staatsgerichtshof und dann werden wir mal gucken, was richtig und was falsch ist. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Reul von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich werde in meinem Redebeitrag erst einmal kurz darauf eingehen, was wir in der Anhörung gehört haben. Der Kollege Kaufmann hat einige Punkte schon erwähnt. Die Opposition hat viele Dinge verschämt weggelassen. Deshalb werde ich die an dieser Stelle noch einmal betonen und ausführen und dann auf die verschiedenen Argumente eingehen, die hier vorgetragen worden sind. Wir hatten ja bei der Anhörung insgesamt knapp über 100 geladene Gäste. Es waren nicht alle anwesend, ca. 30 blieben zu Hause. Die haben die Zahlen nachgerechnet, die haben gesehen, dass sie davon profitieren und sind nicht mehr zur Anhörung erschienen. Ja, meine Damen, meine Herren, es muss Ihnen vielleicht auch ein bisschen wehtun nach der Einlage vom Kollegen Weiß. Ich habe keinen Zollschock mitgebracht. Das ist auch nicht notwendig. Aber ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, um was es hier eigentlich geht. Von den 400 Millionen Euro, die in Rede stehen, gehen 100 Millionen in den kommunalen Finanzausgleich. Und die werden nach dem gleichen Solidarprinzip verteilt, wie auch der kommunale Finanzausgleich funktioniert. Deshalb, ich kann es Ihnen ja gerne erklären, Sie haben es vielleicht gelesen, 100 Millionen werden nicht mehr erhoben. Und 150 Millionen gehen in den Bereich der Kinderbetreuung. Ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Insgesamt 350 Millionen von 400 Millionen Euro gehen an die Kommunen und sind vollkommen zur freien Verfügung, in der freien Verfügung der Kommunen. Deshalb der Angriff der kommunalen Selbstverwaltung wäre dort eingeschränkt, läuft vollkommen in das Nichts, weil die Mittel, die dort ankommen bei den Kommunen, sind frei verfügbar, auch zur Abdeckung anderer vorhandener Defizite. Ein Punkt, der sehr interessant war, der ausgeführt worden ist, und zwar mehrheitlich von den Städten und Gemeinden, dass man an der Stelle erwähnt hat, dass die Landkreise ja durch die 100 Millionen aus dem kommunalen Finanzausgleich unberechtigterweise dort davon profitieren. Die Landkreise bekommen Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich, sie beteiligen sich aber natürlich nicht an der Heimatumlage. Deshalb wurde die Forderung dort erhoben, dass dieses Geld entweder über eine Senkung der Kreisumlage zurückgegeben wird, das würde dann auch an der Stelle den abundanten Kommunen zugutekommen, oder dass es an dieser Stelle gar nicht erst den Landkreisen zugeteilt wird, sondern in dem Topf der Kommunen selbst gleich dort ankommt und dort über den Verteilungsschlüssel ist. Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Diese Fragestellung ist an den Landkreistag gerichtet worden. Wir sind einmal gespannt, wie von dort die Ausführungen sein werden. Worum geht es eigentlich? Und das ist doch eigentlich der Kern, worüber wir uns hier unterhalten, gemeinsam. Und ich möchte nicht, dass dieser Punkt immer wieder untergeht. Es ist verfassungsrechtlich niedergelegt. Die interkommunale Solidarität hat Verfassungsrang. Artikel 28. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es geht um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Auch dies haben wir bei uns niedergelegt. Bei der letzten Volksabstimmung war das mit ein Teil, den wir mit entschieden haben. So, jetzt gehen wir mal da
zu über, was passiert denn mit den 400 Millionen? Das ist Solidarität der gewerbesteuerstarken Kommunen mit den gewerbesteuerschwachen Kommunen im ländlichen Raum. Und genau das wollen wir erreichen. Unser Ziel ist, den ländlichen Raum zu stärken und den schwächeren Kommunen die Möglichkeit zu geben, auch gleichwertige Lebensverhältnisse anzustreben und darüber zu steuern und darüber zu entscheiden, um dies zu erreichen. Dies ist der Kernsatz. Dies ist der Kernsatz dieses Gesetzes, und das wollen wir damit erreichen. Und deshalb muss ich mich schon wundern, wenn hier Argumente der Opposition vorgetragen werden, die eigentlich vollkommen am Thema vorbeigehen. Kollege Kaufmann hat ja den einen Bürgermeister erwähnt. Naja, nee, es waren zwei, die waren sehr. Naja, wenn Sie mir zuhören würden, dann müssen Sie überlegen, ob Sie dann nach meinen Ausführungen noch klatschen. Der eine Bürgermeister hat ausgeführt. Der eine Bürgermeister hat ausgeführt, er profitiert mit 527.000 €. Das sei ihm egal, er sei aus Prinzip dagegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Bürgermeister, der sich so äußert, hat seinen Job verfehlt. Denn das ist quasi fast Untreue an den Bürgerinnen und Bürger. Wer 527.000 € bekommt und das verweigert, weil er aus Prinzipien dagegen ist, der muss sich fragen lassen, ob er seine Aufgabe als Bürgermeister überhaupt ernst nimmt. Und der zweite Punkt ist auch, der erwähnt worden ist, ein Bürgermeister hat erklärt, der profitiert auch mit über 100.000 €. Es sei doch nicht käuflich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo sind wir denn? Hier geht es um den Ausgleich, hier geht es um Solidarität der Kommunen untereinander. Und da darf es nicht diese parteipolitische Wolte geben an dieser Stelle, dass man nur deshalb das Gesetz ablehnt, weil es ein gutes Gesetz ist der schwarz-grünen Landesregierung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, der entscheidende Punkt ist doch der, und das ist die Einzigartigkeit, die wir im Lande Hessen haben. Wir haben im Lande Hessen Gewerbesteuereinnahmen pro Kopf, die eine extreme Spreizung haben, von 400 € bis 2.400 €, bundesweit einmalig. Der Bundesschnitt liegt bei ungefähr 116%. Gehen Sie einmal in den Werra-Meißner-Kreis, dort liegt er bei 63%. In den Vogelsbergkreis, dort liegt er bei 66% der Gewerbesteuereinnahmen im Durchschnitt. Und gehen Sie einmal in die Stadt Frankfurt, dort liegt er bei 240%. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt sagen Sie mir noch, es ist nicht notwendig, dass wir solidarisch an dieser Stelle einen Ausgleich machen. Und wenn Sie die Argumente anführen, es sei gut dünken, aber die Mittel seien zweckgebunden, Herr Kollege Weiß, das haben Sie vorhin gesagt. Ich will gar nicht darauf eingehen, dass Sie hier den Minister und den Ministerpräsidenten in einer Wortwahl bezichtigt haben. Ich glaube, parlamentarisch wäre, wenn Sie gesagt hätten, die Unwahrheit, aber nicht den Begriff, den Sie gebraucht haben. Aber das ist an Ihrer Sache. Jeder argumentiert so, wie er es für richtig hält. Denn es fällt dann auch Moment wieder mal, auf ihn Moment selbst mal. Bisschen zurück. Ruhe noch. Wir haben es bald geschafft. Also ein bisschen Ruhe. Das war keine Kritik an der Präsidentin, sondern Kritik am Kollegen über seine Umgangsform in der parlamentarischen Debatte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch sehr beeindruckend ist das Argument des Städte- und Gemeindebundes, vertreten dort durch den Geschäftsführer, der erwähnt hat, dass die Solidarität und die Stärkung des ländlichen Raumes ein richtiger und wichtiger Punkt im kommunalen Finanzausgleich sei. Aber bei der starken Heimat Hessen, wo wir das Gleiche tun, da sei es verwerflich. Diesen Gedankentransfer konnte er nicht auflösen an der Anhörung. Und ich glaube, auch das ist der Punkt. Man muss aufpassen, dass man nicht auf der einen Seite dies verurteilt und verteufelt, was man auf der anderen Seite gut findet. Und wenn wir uns gemeinsam neben dem parteipolitischen doch einfach einmal der Überlegung wieder zuwenden, wir wollen etwas Gutes für unsere Kommunen im ländlichen Raum. Wir wollen Solidarität innerhalb von Hessen. Und wir wollen einen Ausgleich, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse an dieser Stelle auch erreichen können. Und die Kommunen können selbst entscheiden,
wie Sie mit Ihren finanziellen Mitteln umgehen. Sie haben 350 Millionen € zur freien Entscheidung. An Ihrer Lautstärke merke ich, dass es Ihnen wehtut, aber Sie müssen es sich trotzdem von mir anhören. Es macht halt dann auch Sinn, dass Sie meinen Argumenten einmal lauschen. Das, lieber Kollege Hahn, ich schätze Sie ja sehr, aber wenn Sie erklären, dass nur aufgrund so einer Gesetzessituation Sie Probleme haben, auf den Kommunalwahllisten noch Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, dann glaube ich, sollten wir diese Diskussion nicht führen, denn das ist eine Diskussion, die uns gemeinsam beschäftigen sollte, dass wir immer wieder genug Kandidatinnen und Kandidaten finden. Und dies ist kein Thema eines Gesetzes. Und das ist vollkommen richtig, Herr Schalauske, Sie haben es ja gesagt, dieses Gesetz und die gute konjunkturelle Lage, die in den letzten Jahren mitgeholfen hat, dass die Kommunen auch finanzielle Mittel zur Verfügung hatten. Das ist richtig. Die gute konjunkturelle Lage ist ein wichtiger Aspekt. Aber gute Gesetze der Landesregierung müssen dies flankieren und die Chancen und die Optionen geben für die Kommunen. Dies haben wir getan mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, mit dem kommunalen Schutzschirm, mit der Hessenkasse und mit KIP I und KIP II. Das sind Mittel, die insgesamt in einer Größenordnung von fast 16 Milliarden € in den letzten Jahren zu den Kommunen geflossen sind. Und dies ist verantwortungsvolle Politik. Dafür steht CDU und GRÜNE hier in Hessen. Und wir werden es so weiterhin fortsetzen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Abg. Reul. Für die Landesregierung hat jetzt der Staatsminister Dr. Schäfer das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Debatte sind viele Kunstfiguren, Metaphoren, mit der Metapher, Ironie, Sarkasmus bemüht worden. Ich will versuchen, mich daran nicht zu beteiligen. Es fällt mir gelegentlich schwer. Wobei die Geschichte mit dem Rasenmäher weiß. Ich weiß nicht, wenn Sie das zu Hause mal ausprobiert haben und Sie waren erfolgreich, dann wäre ich für eine Vier-Augen-Unterrichtung dankbar, wie das klappt. Das würde ich zu Hause gerne ausprobieren, ob das funktioniert. Dann lassen Sie uns eine größere Erfahrungsgruppe an der Stelle gründen. Lassen Sie mich vielleicht versuchen, das ist vielleicht so eine Krankheit von Juristen, so ein paar Punkte abzuschichten, um mal zu schauen, ob die Einigkeit in diesem Hause nicht möglicherweise größer ist als, na, gucken wir mal, ob wir die Subsumption noch andersrum hinkriegen. Das ist halt auch denkbar. Ne? Das ist, aber mal zu schauen, ob wir nicht an manchen Stellen näher beieinander sind, als der Verlauf der Debatte möglicherweise gezeigt hat. Zunächst einmal der Punkt. Ich glaube, Kollege Hahn, da liegen Sie nicht ganz richtig. Die Frage, seit wann die Gewerbesteuer nicht ausschließlich bei den Kommunen liegt, die Wortwahl der Benutzung der Zunge am Geld, die liegt mir nicht so, die würde ich ganz gerne eher beiseite lassen. Die passt nicht in mein Verständnis, aber da ist jeder, das ist Geschmackssache im wahrsten Sinne des Wortes, Herr Kollege Hahn. Aber seit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Jahres 1970 befindet sich der besagte Artikel 106 Absatz 6 Satz 4 in unserem Grundgesetz. Und es waren ausdrücklich die kommunale Familie, die den Wunsch geäußert hat, dass die Steuer, das Steuersubstrat der Gewerbesteuer verteilt werden sollte auf die Kommunen, das Land und den Bund und gleichzeitig Gemeindeanteile an der Einkommensteuer eingeführt werden, um sozusagen die Gleichmäßigkeit kommunaler Finanzierung am Ende zu erreichen. Also diese Frage, meine Steuer, deine Steuer, wem gehört sie nun? Kollege Kaufmann hat in der Anhörung, glaube ich, auch darauf hingewiesen, kann man ja fast philosophisch diskutieren. Am Ende ist das ein Steuersubstrat, das uns die Bürgerinnen und Bürger, den politisch Verantwortlichen, gemeinschaftlich überantwortet haben, jeder in seiner Verantwortung, jeder an seiner Stelle. So, an dieser Stelle. Ja, den Kommunen sind sie zugewiesen worden in bestimmten Anteilen. Es sind aber jeweils gesetzgeberische Entscheidungen. So wie der Gesetzgeber entschieden hat, für einen bestimmten Zeitraum eine erhöhte, mehrere erhöhte Gewerbesteuerumlagen einzuführen. Und jetzt frage ich, sind wir uns darüber einig, dass bis einschließlich des Jahres 2018
eine um weitere 4 Prozentpunkte erhöhte Gewerbesteuerumlage bestanden hat, die wir ersatzlos haben wegfallen lassen zugunsten der jeweiligen Kommunen, wo sie entstanden sind. Unbestreitbar. Ich habe auch keine andere Initiative in diesem Hause gehört, das anders zu regeln. Die sind ausdrücklich bei den Kommunen gelandet mit hohen Gewerbesteuereinnahmen. 55, 60 Millionen Euro. Kein Streit. So, und jetzt diskutieren wir über die Frage, bedarf es einer Anschlussregel, also einer neuen Umlagefinanzierung? Da sagen Sie, am besten macht ihr gar nichts, macht keine Umlage. Dann? Ja, ist okay, sagen Sie, ist okay. Wir erniedrigen die Umlage um ein Viertel. Das heißt, die ersten 100 Millionen des Gesamtpaketes Starke Heimat wird konsensual im gesamten Haus getragen, nämlich dieses Geld bei den betroffenen Kommunen zu belasten. Die nächsten 100 Millionen €. So. Na gut, jedenfalls von den 100 Millionen, 4 Millionen bleiben erst mal die ersten 100 da. So, und jetzt ist die Frage, wo wir wahrscheinlich das erste Mal in Streit geraten. Ob es einer Umlage bedarf, die Mittel schon auf der Ebene der Gewerbesteuer und ihrer Umlage neu zu verteilen. Da sagen Sie, lasst es lieber sein, lasst es bei denen, wo es war. So, aber da sage ich, meine Damen und Herren, diesen Streit führe ich gerne. Von jedem Euro Gewerbesteuer mehr bleiben 40 Cent, von jedem Euro 40 Cent in den drei Kommunen in Hessen mit den größten Gewerbesteuern. Das in Eschborn, Schwalbach ist nicht dabei, Frau Kollegin Faeser, aber die mühen sich, da reinzukommen, Neu-Isenburg und vor allem Frankfurt. Das heißt, wenn man will, dass 40 % der Einnahmen in drei hessischen Kommunen verbleiben, das kann man wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber bitte, dann lassen Sie die Sonntagsreden über Stärkung im ländlichen Raum und die Frage von Gerechtigkeit in der interkommunalen Zusammensetzung. Dann lassen Sie das auch bitte. So, und deshalb haben wir gemeinschaftlich entschieden in der Koalition, diesen zweiten Teil von 100 Millionen € dem kommunalen Finanzausgleich zuzuführen, damit diese Mittel solidarisch nach Finanzkraft verteilt werden. Das heißt aber, dass die Hälfte der Mittel jedenfalls zur restlos freien Verfügung in der kommunalen Familie sind. Bestreitet das jemand? Ausdrücklich nicht. So, und jetzt reden wir über die zweite Hälfte. Ich entscheide auch worüber, ich rede, Frau Faeser. Also. Entschuldigung, dass ich mich von Ihnen bevormundet fühlte. Ich wollte es nur klargestellt haben an der Stelle. So, also, diese 200 Millionen Euro ist die schlichte Frage, führt man die dem Finanzausgleich auch zu, mit der gleichzeitigen Debatte, und Sie kommen ja auch in den Kommunen rum. Ich kenne keinen einzigen, Bürgermeister, der nicht in einem Gespräch über die Finanzlage seiner Kommune die besondere Belastung durch die Kinderbetreuung hervorhebt. So, und wenn wir jetzt den Schlüssel für diesen zweiten Teil wiederum vollständig nach Finanzkraft gewählt hätten, wäre jedenfalls kein Element dabei gewesen, was den Rückfluss auf die kommunale Ebene ermöglicht hätte, nach einem Schlüssel der besonderen Betroffenheit der Belastung bei der Kinderbetreuung. Da wir uns gemeinschaftlich einig sind, dass das eine der zentralen Belastungen sind, hat es doch am Ende eine innere Logik zu sagen, lasst uns einen Teil. Lassen Sie. Sie hatten doch eben die Gelegenheit, ich habe Ihnen mit großer Gelassenheit und Empathie zugehört. Vielleicht schaffen Sie das umgekehrt in gleicher Weise. Gesundheit. So, und deshalb haben wir gesagt, wir lassen das Geld nicht in den Finanzausgleich fließen, mit der Folge, und Sie kennen die Funktionsweise des Finanzausgleichs, dass zusätzliche Finanzkraft auch wieder Umlagenotwendigkeiten nach oben auslöst. Deshalb haben wir gesagt, wir kleiden das als eine besondere Finanzzuweisung aus.
indem wir die bisherigen Pauschalen, die ohnehin schon gewährt werden, entsprechend erhöhen, also keine zusätzliche Bürokratie. Und das Geld landet dann brutto für netto in den Gemeindehaushalten. Es ist eben nicht kreisumlagepflichtig. Es wird zu keinen Abzügen im Finanzausgleich führen. Und das war am Ende uns wichtig, frei verfügbare Finanzmasse in die Kommunen zu bringen, weil ich kenne in Hessen keine Kommune, die bisher an der Kinderbetreuung Gewinn macht. Wenn Sie die kennen, wäre ich für den Hinweis dankbar. Da die alle hohe Defizite haben, wird dieses Geld eins zu eins in die Entlastung dieser defizitären Bereiche führen und damit zusätzliche Spielräume in den Haushalten eröffnen. Aber zielgerichtet, meine Damen und Herren, zielgerichtet genau auf die Punkte, nämlich in der Frage der Kinderbetreuung und dort, ich wiederhole es, brutto für netto und ohne Finanzausgleichsabzüge. So, wenn wir da einen Strich drunter ziehen, dann landen am Ende, Herr Kollege Reul hat darauf hingewiesen, von den 400 Millionen über 350 Millionen in einer völlig ungebundenen Weise auf der kommunalen Ebene. Jetzt können wir über die Details streiten. Ist die Art der Umverteilung richtig, war sie falsch? Hätten wir es lieber anders machen sollen? Aber ich glaube, manches Theaterdonners in dieser Debatte hätte es nicht bedürfen, um diese Frage hochsachlich gemeinsam zu diskutieren. Genauso wie wir die verfassungsrechtlichen Fragen weiter diskutieren müssen. Noch gerne bereit, die Gutachten, die da vorliegen, ein weiteres Mal noch Qualität zu sichern, weil ich natürlich sicher bin, dass wiederum der Staatsgerichtshof bemüht wird. Obwohl ich finde, dass der Staatsgerichtshof beim letzten Mal die Bewertung von Gerichtsentscheidungen solle sich die Regierung zurückhalten, aber jedenfalls sich große Mühe zu geben, aus meiner Interpretation den Eindruck zu erwecken, dass es möglicherweise nicht besonders klug ist, mit dieser Frage noch ein weiteres Mal zu befassen. Aber das ist eine Einschätzungsfrage ganz persönlicher Art von mir. Jedenfalls haben wir gemeinsam die Aufgabe, Gesetzgebung in einer möglichst hohen verfassungsrechtlichen Sicherheit zu haben. Bisher hat der Staatsgerichtshof die Entscheidungen der Landesregierung und dieses Hessischen Landtages in den letzten Jahren bestätigt. Wir als Landesregierung sind gerne bereit, weiter Beiträge dafür zu leisten, dass es auch in Zukunft so bleibt, sei es durch gutachtliche Stellungnahmen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch von externen Stellen, um am Ende eigene Arbeit Qualität zu sichern. Ich glaube, das gehört zu unserer gemeinsamen Arbeit. Ich freue mich auf die dritte Lesung und die weitere Beratung dieses für die Kommunen in Hessen ungeheurer wichtigen Gesetzes. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die zweite Lesung abgehalten. Und wir können den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung mit der Drucksachennummer 20-1240 zu 20-784 in den Haushaltsausschuss überweisen. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich habe noch einen kleinen Programmhinweis für alle, die an Mittelhessen interessiert sind. Das sind wahrscheinlich alle. Und zwar findet im Medienraum der Mittelhessenabend des Vereins Mittelhessen mit einem anschließenden Empfang im Landtagsrestaurant statt. Ansonsten allen anderen, die da nicht hingehen, einen schönen Abend und bis morgen früh um 9 Uhr zum Unterrichtsausfall.